Glückwunsch zum Sieg. 16 aus 17 in der Hinrunde gewonnen. War es heute mehr Arbeit, als du erwartet hattest? Ich glaube, wir müssen jeden Gegner in der Liga ernst nehmen. Ich glaube, Braunschweig ist ein sehr gutes Team mit vielen jungen deutschen Spielern, die nicht so viel auf Amerikaner setzen. Aber die spielen auf jeden Fall hart, spielen gut als Team und deswegen war es heute auch ein bisschen schwer, weil die ganze Zone gegen uns gespielt haben. Fast 40 Minuten. Wir haben am Anfang nicht gut unsere Würfe getroffen, aber dann in der zweiten Halbzeit sind wir immer besser ins Spiel gefunden und dann haben wir am Ende, denke ich, verdient gewonnen. Die Energie, die dann, du hast es angesprochen, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen aufgenommen wurde, hat dir heute einfach ein bisschen gefehlt oder liegt es einfach an so einer englischen Woche mit so einem eng getakteten Spielplan, dass da einfach man nicht so viel Energie aufs Parkett bringen kann? Ich glaube, man kann trotzdem viel Energie bringen. Ich glaube, wir haben am Anfang einfach ein bisschen viel verschlafen, waren nicht so gut vorbereitet oder haben ein bisschen zu leichte Fehler gemacht. Aber ich denke, am Ende war das Wichtigste, dass wir gewonnen haben. Wir hatten heute zum Beispiel mit Drew oder Jonah mal Spieler, die sonst nicht so viel gespielt haben, die in der wichtigen Phase für uns gute Minuten gegeben haben. Und ja, am Ende haben wir gewonnen und das ist alles, was zählt. Übermorgen geht es schon weiter in Vechta, die heute in Chemnitz verloren haben. Worauf kommt es gegen die Niedersachsen an? Ja, ich glaube, wir müssen wieder gegen Vechta, so wie wir im Hinspiel gespielt haben, spielen. Wir haben sie sehr viel gepresst, damit hatten die richtig Trouble. Und ich glaube, wenn wir das wieder im Spiel in Vechta machen können, dann haben die wieder ein sehr großes Problem. Und ja. Keine 48 Stunden, bis es losgeht. Wie entspannst du dich vor allem bei 6 Stunden Busfahrt am besten? Auf jeden Fall jetzt früh schlafen gehen, viel Schlaf, sich gut zu ernähren und dann im Bus versuchen, irgendwie die Beine hochzulegen und auch vielleicht auch mal ein bisschen schlafen. Danke, gute Nacht.